zu einer neuen Folge Wer wird Millionär? Unser heutiger Gast, haltet die Klappe! Unser heutiger Gast dürfte dem einen oder anderen Zuschauer sicherlich bekannt sein. Sein wohl größter Erfolg war eine Gastrolle in Kevin allein in New York. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Donald Trump! Dankeschön, guten Abend! Herr Trump! Was ist denn? Wie läuft's so in Amerika? Ausgezeichnet, ich würde sagen, so gut wie noch nie. Da hört man hier aber ganz andere Sachen. Ach ja, was denn? Och, na ja, Corona, Arbeitslosigkeit, rassistische Polizisten, so ein paar Kleinigkeiten halt. Alles gelogen, ich sag's Ihnen. Das müssen dann aber verdammt viele Lügner sein, was? Tausende Lügner. Na gut, wie Sie meinen, der Scheiß geht mich ja eh nichts an. Ist alles okay mit Ihnen? Ja, wieso? Sie gucken so, als würden Sie sich gerade eine Stange Nougat aus dem Kreuz drücken. Verstehe ich nicht. Na, als ob sie einen Bergmann in den Stollen schicken. Hä? Als ob sie groß müssen, Mann. Ach so, nein, alles bestens. Gut, tun wir mal so, als ob sie kein total bescheuerter Schwachkopf wären und kommen zur 500-Euro-Frage. Wie viel Kilogramm Scheiße ergeben einen US-Präsidenten? Was? Kleiner Scherz am Rande. In welchem Jahr trat die amerikanische Unabhängigkeitserklärung in Kraft? A. 1990, B. 2030, C. 1775 oder D. Salzgurke. D. Salzgurke. Ist das Ihr Ernst? Ja, selbstverständlich. Sie wissen schon, dass eine Salzgurke keine Jahreszahl ist? Und Sie wissen auch, dass ich hier per Knopfdruck alles in die Luft fliegen lassen kann. Na und? Wenigstens trage ich kein Toupet. Es ist kein Toupet, da wohnen meine kleinen Freunde. Hallo! White Power! Ja, gut, dann bringen wir das hier hinter uns und loggen die Antwort ein. Also, Antwort D, Salzgurke. Halt, warten Sie. Jetzt doch nicht, oder was? Ich würde doch lieber den Telefonjoker nehmen. Und ich würde mich lieber um mein Weingut kümmern, anstatt hier zu sitzen und zu warten, dass der Knebelvertrag mit RTL ausläuft, bevor ich zu Staub zerfalle. Das tut mir auch wirklich leid. Na schön, wen möchten Sie anrufen? Meine gute Freundin Angelika Merkel. Sie meinen Angela Merkel? Genau. Na schön, einwählen bitte. Hallo, hier bei Merkel? Frau Merkel, hier ist Günther Jauch. Oh, Herr Jauch, was gibt's denn? Sie sind gerade live bei Wer wird Millionär? Und Ihr Kollege Donald Trump versucht die 500-Euro-Frage zu knacken. Donald Trump? Genau, Frau Merkel. Ist das der von McDonald's? Nein, das ist Ronald McDonald. Ich meine den US-Präsidenten. Ach so, den mit der Paprika. Keine Ahnung, aber kann sein. Frau Merkel, ich stelle Sie jetzt rüber. Hallo Andrea, in welchem Jahr trat die amerikanische Unabhängigkeitserklärung in Kraft? A. 1990. Wer ist denn da? Ich bin's, Donald. Ah, der immer keine Hose anhat. nein, das ist Donald Duck, aber egal. Kannst du die Frage beantworten? Glauben Sie an sich, Sie schaffen das. Nein, deswegen rufe ich doch an. Bleiben Sie solidarisch. Beantworte sofort die Frage, du blöde Kuh. Na, wir wollen doch höflich bleiben. Die Alte will mich provozieren. Das kann man ihr auch nicht verübeln. Ich werde ein paar saftige Handelssanktionen verhängen. Oh, da haben wir aber Angst. Frau Merkel, sind Sie noch dran? Ich hab gerade in die Wanne gepupst. Schade, die Zeit ist um. Das zählt nicht. Tut mir leid, Herr Trump, so sind die Regeln. Das ist Betrug. Haben Sie sich jetzt für eine Antwort entschieden? Nein, kein Bock mehr. Mein Gott, haben Sie kein Taschentuch, das Sie vollheulen können? Ich werde ganz Italien ausradieren. Sie wissen schon, dass Sie hier in Deutschland sind. Natürlich, das Land, das aussieht wie ein Stiefel. Nein, aber okay, tun Sie, was Sie nicht lassen können. Das werde ich. Schön. Schön. Gut, dann hat sich das hier wohl für heute erledigt. Meine Damen und Herren, schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn wir uns über den nächsten Vollidioten lustig machen, der mir gegenüber sitzt. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.